Herzlich willkommen zurück auf dem Vayu-Kanal. Ich sitze heute hier mit Michael Schneider. Michi, freut mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ja, mir geht's ganz gut. Jetzt einmal realisiert, angekommen als Profi, jetzt einmal alles verarbeitet. Und ja, Stefan und ich schmieden halt Pläne, wie es halt weitergehen soll. Ja, okay. Für alle, die es noch nicht erfahren haben, was ich nicht glauben kann, aber erzähl mir mal, was passiert ist. Du bist ja jetzt dieses Jahr in Italien nach 10 Jahren, glaube ich, dass du mit Stefan zusammenarbeitest, ja, habt ihr dieses Jahr die Pro-Card erreicht. Erzähl mal, wie es war. Ja, also grundsätzlich muss ich mal sagen, die Pro-Card war ja nie so wirklich mein angestrebtes Ziel. Ja. Das war für mich immer etwas, das so unerreichbar war, so weit weg war, Profi zu sein. Ja. Ich habe halt einfach immer nur das gemacht, was mir Spaß macht, was ich mit Leidenschaft mache. Und mein Anspruch war halt einfach immer, mich von Saison zu Saison zu verbessern. Und ja, dann haben wir halt diese Saison als erstes den Pro-Qualifier in Österreich gemacht, in St. Pölten. Und da habe ich halt meine Klasse gewonnen, was unser Ziel war, unser Anspruch war. Aber wir haben da halt auch im Overall, im Gesamtsiegerstechen gesehen, hey, da fällt jetzt eigentlich gar nicht so viel auch auf die richtig schweren Jungs. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren nach Italien, probieren das auch dort. Mailand war für mich eine interessante Destination. Und der Unterschied in Mailand war, dass das ein Mr. Olympia Amateure war, wo halt so die ersten 3 im Gesamtsiegerstechen die Pro-Card kriegen. Und da war es halt für mich so von meiner Überlegung, okay, so ein Mitleids-Pro-Card als Dritter, die konnte sich schon ausgehen. Ja? Wenn ich so einen im Gesamtsiegerstechen schlage, dann konnte ich da reinrutschen und vielleicht sogar Pro-Card abgreifen. Nur wie das Ganze dann halt geendet hat mit dem Gesamtsieg, ich glaube, mit dem hat im Vorfeld keiner gerechnet. Und ja, muss ich sagen, bin ich überglücklich und war richtig sprachlos. Wie geht's dir jetzt damit? In Österreich gibt es ja nicht so viele IFBB-Pros, das heißt, genießt da jetzt auch einen besonderen Status. Ja, also ich bin jetzt eigentlich der einzige Profi-Bodybuilder, ja. Also die anderen sind halt Classic-Physik und Bikini und Mensphysik, aber ich bin jetzt der einzige Profi-Bodybuilder in Österreich. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich hat sich überhaupt nichts geändert, wo ich halt einfach doch merke, was sich halt ändert, ist, wie mir halt andere Leute mittlerweile wahrnehmen, ja, aber für mich persönlich hat sich gar nichts geändert. Also ich habe nach wie vor weiterhin meine gleichen Ansprüche. Ich mache das, was mir Spaß macht, was ich mit Liebe mache, und solange es mir Spaß macht, will ich das auch machen. Und mein Anspruch ist nach wie vor, einfach beim nächsten Mal besser zu sein als beim letzten Mal. Das heißt, du hast ja gesagt, die Pro-Card war nie das Ziel, das heißt, du hast dann wahrscheinlich auch nicht ernsthaft darüber nachgedacht, okay, wenn ich die Pro-Card kriege, was mache ich dann? Jetzt hast du die Pro-Card? Ja. Was habt ihr jetzt für Pläne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da vertraue ich voll und ganz auf den Stefan, was er sagt und was er meint, wann es Sinn machen würde, was für Wettkämpfe sinnvoll für mich wären. Die mache ich einfach. Ich muss jetzt einmal sowieso schauen, okay, wie entwickelt sich die ganze Corona-Situation weiter? Für mich ist es auch einmal wichtig, für alle, die es nicht wissen, ich habe ein Fitnessstudio in Österreich, also bin Betreiber eines Fitnessstudios, und das ist für mich halt immer die Prämisse Nummer 1, okay, bevor ich jetzt in eine Wettkampf-Prep starte, möchte ich einfach zuerst wirtschaftliche Sicherheit für mein Studio, für meine Familie haben, und wenn ich weiß, okay, gut, das schaut jetzt einmal gut aus, dann starte ich dann in der Prep. Aber wir hätten mal so Sommer 2022 angepeilt, so Juli, August, da gäbe es ein paar interessante Wettkämpfe. Und ja, man muss das jetzt mittlerweile immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, ja. Die Sommermonate sind die am weitesten von der Corona-Misere weg sind. Ja. Mhm. Okay, also so Juli, August, das sind halt die Monate, die halt am meisten von den Lockdowns weg sind. Mhm. Ja, klar. Hat sich jetzt was verändert bezüglich Training, Ernährung, wie du jetzt die Off-Season angehst, unter Anbetracht der Tatsache, dass du jetzt gegen Profis antreten wirst? Nein, eigentlich überhaupt nicht, ja. Ich muss sagen, ganz im Gegenteil, für mich hat das jetzt eine ganz neue Leichtigkeit, weil ich
habe in dem Sport alles erreicht oder mehr in dem Sport erreicht, als ich je erreichen wollte. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Das ist die Aufgabe. Ja? Und deshalb versuche ich das jetzt, so gut es geht, einfach zu genießen und das so mitzunehmen. Das ist jetzt für mich. Ja? Alles, das ist mehr, als ich mir je erträumt hätte. Mhm. Deshalb muss ich sagen, geht jetzt alles so eigentlich richtig unbeschwert und leicht von der Hand, weil ich sage, okay, vor allem erste Profisaison, ich habe jetzt nichts, wo ich sage, okay, das muss ich jetzt erreichen oder ich habe keinen Standard, den ich schlagen muss, ja, sondern ich fange wieder mal ganz von unten an. Der einzige Standard, den ich schlagen muss, ist mein eigener, besser zu sein als beim letzten Mal. Und ja, was halt auch immer so eine Prämisse für mich ist, jede Wettkampfvorbereitung ist, ich möchte den Stefan natürlich stolz machen. Mhm. Ja, also ich kann dir sagen, als wir in Mexiko waren und das mit der Pro-Card klar war, Stefan war aus dem Häuschen wie selten, also wirklich, da hat er sich gefreut. Vor allem, man muss ja auch sagen, Stefan und ich haben ja eine ganz besondere Beziehung, ja. Also ich bin ja jetzt nicht nur seit 10 Jahren im Coaching mit Stefan ist eigentlich mit einer meiner engsten, meiner besten Freunde. Stefan war mein Trauzeuge. Stefan war der Erste, dem ich geschrieben habe, dass ich meiner Frau einen Antrag machen will. Stefan war der Erste, den ich geschrieben habe, wie ich Vater geworden bin, noch vor meinen eigenen Eltern zum Beispiel. Also es zeigt einmal, was für einen Stellenwert der Stefan in meinem Leben hat. Ja. Und ich bin mittlerweile auch stolz drauf. Ich bin der längste aktive Athlet, der beim Stefan im Coaching ist. Und ja, das kann ich halt auch nur jedem mit auf den Weg geben. Es ist halt schon wichtig, irgendwo im Leben Konstanz und Beständigkeit zu haben und auch Loyalität den Leuten gegenüber, die immer gut zu einem waren und einem immer den Rücken gestärkt haben. Auch wenn es vielleicht einmal schwierige Zeiten gibt oder jetzt vielleicht einmal eine Wettkampfsaison nicht so läuft, wie man es sich halt erhofft hat. Ja. Nicht immer nur dem Coach vielleicht die Schuld zu geben, vielleicht sich auch einmal fragen, okay, hätte ich vielleicht etwas anders machen können, da mehr dazu beitragen können. Die Leute sind immer da leicht versucht, die Schuld abzuschieben, ja, das Bummerl wegzuschieben, sagt man auf Österreichisch, ja, an irgendwem anderen. Ja. Und da ist halt der Coach immer naheliegend, aber ich glaube, da zahlt sich die Beständigkeit wirklich aus. Ja. Man muss sich halt einmal kennenlernen, gegenseitig den Körper verstehen und kennenlernen. Und ja, ich bin halt einfach immer noch ein Fan davon, dass sie Konstanz, harte Arbeit, Disziplin, Loyalität, diese Eigenschaften. Und wenn du das tust, was du gern machst, was du liebst, dann wird es irgendwann von Erfolg gekrönt sein. Wie viel Kilo hattest du auf der Bühne? 73. Und hast damit sogar Heavyweights, Super Heavyweights geschlagen. Und das ist ja auch etwas, wo wahrscheinlich die meisten sagen würden, ach, kannst du vergessen. Und tatsächlich hast du das bewiesen. Vor allem, man muss ja halt auch sagen, Bodybuilding ist halt eine Illusion. Bodybuilding ist ein Sport, den du nicht in Metern oder in Sekunden messen kannst. Ja. Und am Strich, niemand sieht, wie schwer du auf der Bühne warst. Niemand sieht, wie viel du Bank drücken oder wie viel du Kreuz heben kannst. Ja. Was am Ende entscheidet, ist diese optische Illusion, die du auf der Bühne erzeugst. Ja. Und das ist das Entscheidende. Ja. Und es verändert sich halt viel zu viele Athleten in Gewicht oder in Zahlen, ja, das was aber vollkommen unerheblich ist für die Präsentation auf der Bühne. Das ist eine wunderschöne Story, das freut mich ungeheim und ich bin wirklich, wirklich gespannt zu sehen, was jetzt nächstes Jahr passiert, wie du dich da auf den Profibühnen schlägst. Ich wünsche dir alles Gute, ich bedanke mich bei allen Zuschauern und wie immer, wenn ihr Fragen habt an Michi, wenn ihr irgendwelche anderen Themen besprochen haben wollt, lasst uns das bitte in den Kommentaren wissen. Und Michi, wir sehen uns. Und alle anderen sehen wir beim nächsten Video.